Heute wieder ein bisschen RTA-Action. Wie gesagt, also wie schon im letzten Video dazu erwähnt, Ackerin C1 versuchen zu erreichen, mal ein bisschen rumprobieren, andere Monster, dies, das, kennt ihr, ne? Jo. Okay, kann man machen, ist fein. Ich weiß nicht, am liebsten würde ich ganz gerne mal hier so ein bisschen das Team versuchen zu bauen, was ich gerne hätte. Das Problem ist nur, ich glaube, er hat auch keine Arkia oder Abigail gebaut. Wenn ja, müsste ich mir mal die Zeit nehmen und einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ja, müsste ich einfach mal ein bisschen rumprobieren, das ganze Spielchen. Also mir ein bisschen mehr Zeit nehmen und ein bisschen mehr rumprobieren. Ne, habe ich schon rumprobieren gesagt? Jo. Ich glaube, wir picken trotzdem die Marsha rein. Okay. Tessarion oder Lioban? Das ist jetzt die Frage hier. Aber ich schätze, ich gehe auf den Lioban. Ich habe einen Speedlead. Wenn er mir den Speedlead nimmt, dann ist die Frage, ob er trotzdem mit dem Speed klarkommt. Ich schätze nicht. Er nimmt die Marsha raus. Okay. Gut. Wir haben auf jeden Fall den First Turn. Das Problem ist nur, dass der Schaden ein bisschen unterirdisch sein könnte. Wir haben halt wahrscheinlich auch keinen... Also ich schätze, dass er ein bisschen willelastig ist. Deswegen... Nee, ist er nicht. Ist er ja nicht mal. Gehen wir auf den Stun. Der hätte einen Restlied haben können, oder? Ja, wir gehen mal auf den Stun. Hoffen auf Jun Stun. Sehr schön. Sie ist auf Attack. Das sollte reichen, um sie zu töten. Sie ist nicht auf Kritrate. Genau. Jetzt kommt der Wähler dran. Jetzt resetten wir ihn. Nein! Ja, das ist ein Autospieler. Ja, wie gesagt, das ist okay, das ist fein. Wenn er da Bock hat, meinetwegen soll er Auto spielen, ja. Interessiert mich nicht. Aber das andere fand ich halt ein bisschen belastend. Dass er halt nicht mal Auto angemacht hat. Ne, der eine Spieler da. Deswegen, das fand ich halt ein bisschen uncool. Deswegen hat es mich so abgefuckt. Das hier interessiert mich nicht. Wenn er Auto spielen will, soll er Auto spielen. Sein Ding. Aber das andere hat mich halt schon ein bisschen sehr hart abgenervt. So, die Bombe sollte Tessarion eigentlich killen. Außer er wird jetzt geschützt von ihr, wobei ich jetzt davon nicht mehr ausgehe. Nee, genau. Okay. Oh, ja, hätte gekillt, ne? Hätte gekillt. Muss man so sehen, hätte gekillt. Okay, wir können wieder ein bisschen heilen, Speedbuff machen. Gehen wir jetzt ein bisschen auf die Jun. Er penetriert weiterhin den Wähler ein bisschen. Okay. Oh, die Bombe trifft. Sehr schön. Wir hätten jetzt auch ein Dings töten können, sehe ich gerade. Meine Hand war am Weg. Ha! Das wäre auch besser gewesen auf dem Vigor wegen dem Strip. Aber YOLO. Ja, wir killen sie. Vielleicht brock ich ja. Leider nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es sowieso schon vorbei. Ja, das hat diesmal ganz töfte funktioniert. Wie gesagt, ich will ein bisschen auf First Turn gehen mit ihm. Und deswegen der Ishir. Ich hätte jetzt noch gerne... Wie gesagt, sowas ein bisschen Pushback-mäßig, wobei wir haben da Savannah, aber das müsste ein bisschen als so ein bisschen mega abgetuned sein. Ich weiß nicht, ob ich, also dafür habe ich jetzt nicht die Zeit, aber vielleicht mal für die Zukunft. Die Rika musste ich bannen, das war ein Force-Bann für mich. Ja, weil ich keine Wille gepickt habe und wenn die durchkommt und wenn es dann doof läuft, dann die Arschkarte. Das Ding ist, das Game ist over, sobald der Laika weg ist. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich die Laika mit der Savannah wegkriege. Ja. Aber ich bin schneller, was wiederum gut ist. Okay. Wir resetten erst einmal sie. Shit. Okay, aber wir kriegen Pushback zumindest auf die 3 hin, hoffentlich. Vielleicht brocken wir. Nee. Okay, dann killen wir jetzt den Garni erstmal weg. Damit der nichts mehr resetten kann. Okay, das ist fein. Das ist fein. Das ist auch fein. Wir haben noch einen Strip mit der Savannah, falls sie überlebt. Wir haben auch noch einen Strip mit ihm, genau. Sehr schön. Oki ist auch noch da. Oki kann... Stun lohnt gerade noch nicht. Das halten wir mal eben ein bisschen auf. Wer ist danach dran? Wer wäre danach dran? Der Woozer wäre dran. Nee, die Sarah wäre dran. Okay, dann gehen wir so. Falls es nicht gereicht hätte. Ja, der Laika wird halt ein Problem. Der Laika wird halt ein kleines Problem gerade noch. Aber mal gucken. Okay. Stun bringt jetzt hier noch nichts. Wir gehen. Ich glaube, ich bin ich YOLO und gehe auf den Strip auf Laika? Ich denke nicht, nein. Der soll ruhig den Attack bei ihr opfern. Nicht unbedingt verkacken, aber er soll den ruhig opfern da.
Okay, ey, der hätte noch gewinnen können. Also er hätte eventuell sogar tatsächlich noch gewinnen können. Also er hätte jetzt nicht direkt aufgeben müssen. Der Leica hätte viel machen können. Werden wahrscheinlich den nicht one. Ah, wobei, wir haben sehr viele Multi-Hitter, der jetzt Okeanos gemacht. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall schneller sein, das ist safe. So, dann machen wir das. Dann gehen wir natürlich auf ihn, weil er die größte Gefahr ist. Er hat einen Strip, da muss ich ein bisschen mit aufpassen. Die Jan, nee, der Shivu moved vor der Jan. Wir versuchen mal einen Qual sein zu legen. Die ist ja auf Qual, soweit ich mich erinnere. Ja, auf dem falschen, in Anführungszeichen. Der Resist war uncool. Aber er ist weg. Das ist fein. So, jetzt die Jan ist noch ein bisschen problematisch. Okay, gut. Okay, gut. Ja, und ich hab mir schon gedacht, dass er die bannen will. Das ist der einzige Wille-Buffer. Wir werden den First Turn haben. Davon gehe ich safe aus. Sprich, wir müssen zuerst diesen Suiki da platt machen. Das ist kein Belzebub. Ja, wenn Suiki tot ist, ist er tot. Der Belzebub macht mehr oder weniger nur Zeug, wenn er wiederkommt. Deswegen ignorieren wir ihn weitestgehend erstmal und konzentrieren uns danach eher so auf was Fran-artiges. So, wir sind safe so oder so schneller, deswegen strippen wir ihn nicht. Verdammt. Dann resetten wir erstmal sie. Nicht. Geil. Sehr schön. Okay, das hat funktioniert. Jetzt kommt aber leider cuttet sie. Uncool. Gucken, was der macht. Okay. Oh, ist. Kann man. Ist okay. Kann man machen. Bitte keine Overall Quals. Dann. Ja, okay, ist frei, aber okay, kann nichts machen. Oh, krass. Krass Damage from him. Na gut, er macht nichts. Krass, okay. Ich hab's, glaube ich, ein bisschen zu unterschätzt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt gerade interessant. Oh Gott, was haben die denn alle für ein Rest oder hat der Rest-Lied genommen? Jo. Hat einer von den Rest? Nee, oder? Von denen hat doch keiner einen Rest. Restlied, oder? Okay, der Proc war gut. Okay, das ist gut. Der ist schon mal down, das ist gut. So, die nächste Anlaufstelle ist die Fran. Ja. Nächste Anlaufstelle ist erstmal die Fran. Gucken, was er macht. Er will wahrscheinlich auf die Schier gehen. Nee, auf sie, okay. Kann sein, dass ich ihn jetzt automatisch aus Versehen töte. Ja. Uncool. Kann die heilen? Ja, ne? Safe kann die heilen. Okay, aber sie kann nur so heilen. Okay. Reicht das mit Dings? Nicht ganz. Uncool. Bisschen verschwendet jetzt. Kann wieder ein bisschen heilen. Das ist schon mal fein. In 5 Runden kriege ich die Juno wahrscheinlich nicht platt. Ah, wobei. Relativ squishy. Die Bombe kann ich nicht legen, außer ich proc. Leider nicht. Okay, das auch nicht. Okay, der Dämon wird wahrscheinlich einen wegnuken. Die Frage ist, wen? Wen willst du nuken? Auf wen willst du versuchen zu nuken? Hä? Hä? Also das war aber jetzt gerade ein bisschen... Hä? Warum, also warum nukt er denn die? Der Shivo-Pick ist halt fast useless, weil ich bis auf den Speed-Buff von Ishia keine, also nichts habe. Die Molly könnte ein bisschen belastend werden, ja. Die Frage ist jetzt, wer schneller ist. Ist ein Shivo schneller oder bin ich mit Ishia schneller? Aber ich schätze mit Ishia. Ishia hat einen mega guten Base-Speed. Ja. Okay, machen wir. Wir könnten sie jetzt versuchen zu resetten. Also die Molly, aber ich gehe erstmal auf den Stun, weil die Molly ist relativ slow und der Rest würde vorher move. Okay, der Wusa hat widerstanden, das ist uncool. Ist es uncool? Weiß ich nicht. Kommt auf den Schaden jetzt an. Okay, passt. Not so uncool, ist fein. So, die holen wir schon mal vom Ross. Sehr schön. Dann kann die Barbara die gleich killen. Ja, das ist fein. Der Sheer-Ding da, das ist okay. Dann resetten wir sie. Sehr schön. Dann killen wir jetzt sie hier. Im besten Falle. Yep.
So, jetzt penetrieren wir. Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt penetrieren wir ein bisschen die Molly, aber die Molly ist nicht mehr da. Wir kriegen C1-Gegner. Jetzt bin ich ja mal gespannt. C1-Gegner in dieser Season ist fein, fast schon. Ja, also es gibt. Es ist nicht mega unfair, so sage ich mal. Ja, es gibt. Es ist okay. Ist okay. Barbara. Mhm. Dann picken wir. Aber ich hätte vielleicht noch einen Strip mitnehmen müssen oder so. Das wäre vielleicht noch ganz cool gewesen. Aber naja, okay. Wir schauen. Ah, uncool. Na, falsche gestrippt. Schade. Das falsche gestrippt. Schade. Kriegen wir uns dann hin? Nee. Ah, doch, auf Sierra, okay. Besser als gar kein Stun. Okay. Das, der Proc tut ein bisschen weh. Aber die Wille ist jetzt gleich weg von allen, ne? Ja, die ist weg von allen, okay. Stun auf Edna, er lebt noch. LOL, okay. Wieso gibt er denn jetzt denn auf? Ja, gut, okay. Wir kommen nah dran, wir kommen näher dran. Läuft gerade relativ entspannt, muss ich sagen. Wir haben eine fette Siegessträhne, was ein bisschen belastend ist. Aber okay, gut, das soll es aber für diesen Part gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.